Wie viel kostet ein erfolgreicher Ransomware-Angriff aus Unternehmenssicht? Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel betroffen ist. Also wenn wirklich die gesamte Firma betroffen ist, wird es natürlich sehr teuer. Also ganz egal, wie groß die Firma ist, das wird wirklich ein signifikanter Betrag. Ich habe neulich von einem Versicherer gehört, dass er bei Mittelständlern noch nicht erlebt hat, dass eine Rechnung eines Dienstleisters, die dann in dem Fall geholfen haben, unter sechsstellig war. Also insgesamt kann man an direkten Kosten schon also locker eine 500.000 annehmen bei einem Mittelständler, der wirklich durchkompromittiert wird. Und wenn es dann um Betriebsausfälle und ja möglicherweise noch Ransomware-Zahlungen geht, das sind dann natürlich teilweise nochmal ganz andere Summen. Also es kommt drauf an, aber ich hab schon Ransom-Forderungen über 2 Millionen gesehen, die dann auch tatsächlich relativ wenig verhandlungsfreudig waren. Genau, also das kann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und dann geht es natürlich auch wieder darum, auch wenn der eigentliche Angriff vorbei ist, werden natürlich in der Regel die Sicherheitsstandards angehoben, wenn so ein Unternehmen das einmal erlebt hat. Das ist in der Regel ein ziemlicher Schock für das gesamte Unternehmen. Und ja, da gibt es dann noch Folgekosten, die entstehen. Natürlich, ja, wie gesagt, Betriebsausfälle dürfte in der Regel den größten Teil anmachen, und das sind natürlich indirekte Schäden, vielleicht noch Reputationsschäden. In speziellen Branchen wie zum Beispiel der Logistik, wenn man 2 Wochen nicht liefern kann, hat man natürlich entsprechende Reputationsschäden auch, mit denen man umgehen muss irgendwie. Wie sehr lohnt sich eine Ransomware-Vorsorge? Verhältnis von Ransomware-Kosten zu, also erfolgreichem Ransomware-Angriff zu, was müsste man in Vorsorge investieren, ist natürlich schwer zu sagen, aber in der Regel sind Vorfälle wirklich extrem teuer. Ich glaube, der durchschnittliche Vorfall, da sind natürlich auch Großunternehmen mit drin, aber liegt irgendwo bei 1,5 Millionen nach Statistik von 2021 oder 2022. Diese durchschnittliche Schadenssumme steigt auch jedes Jahr an, und die Vorsorge, die man braucht, um das ja die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs signifikant zu reduzieren und auch die Kosten, die dabei entstehen, einfach signifikant zu reduzieren, liegen durchschnittlich, und da sind auch große Unternehmen mit drin, vielleicht bei 10% dessen, also irgendwie ist bei 150.000, und wie gesagt, da sind große Unternehmen mit drin, also für Mittelständler ist das deutlich, deutlich weniger. Da reicht es wahrscheinlich im Bereich um die 10.000, vielleicht 20.000 Euro zu investieren, um wirklich einen signifikanten Unterschied zu merken, der dann eben auch, wie gesagt, die Schadenskosten am Ende deutlich reduziert. Es gibt Statistiken, die gehen bei einer Kombination aus, man hat einen Incident Response Plan, der auch getestet wird, plus man hat eine Zero Trust Policy, das heißt, dass User nicht einfach auf alles Zugriff haben, und noch ein paar andere, ich sag mal, kleinere Sachen, die man im Unternehmen umsetzen kann, also sinnvolle Zwei-Faktor-Authentifizierung und solche Sachen, werden die durchschnittlichen Kosten auf 20-25% gesenkt. Was beinhaltet eine gute Ransomware-Vorsorge? Zum einen eben die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs senken, also Phishing-Awareness zum Beispiel, oder eben ein gutes Backup, die Kosten eines Angriffs deutlich reduzieren. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, Backups wiederherzustellen oder die Backups von den Angreifern einfach platt gemacht wurden, dann kann das im Zweifelsfall wirklich den Ruin eines Unternehmens bedeuten. Und ich habe das fast erlebt bei unserem ersten Kunden, den wir hatten im Incident Response Bereich. Die hatten einen letzten Angelhaken, einen Snapshot von ihrem Backup-System, den die Angreifer nicht kaputt gemacht haben, und daran hing der Erfolg dieses Unternehmens. Also die hätten ihre kompletten Pläne, alle ihre Daten verloren,
hätten sie diesen Snapshot nicht gehabt, die hätten wahrscheinlich zuschließen müssen.